Der digitale Teil Ihrer und Ihrer und meiner Arbeit wird jedes Jahr größer. Und sich darauf einzustellen, was Disruption bedeutet, also Abbruch, komplett neu einsetzen, das ist so das Thema. Ja, ich bin Vollblutunternehmer. Ja, ich liebe das Thema Personal. Und ich wollte mal neugierig fragen, mit Personal sich zu beschäftigen, macht dann ganz, ganz viel Sinn, weil das der allerlängste Hebel ist in einem Unternehmen, so man Personal hat. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen hat denn mindestens einen Mitarbeiter, dem er sagt, was dann geht? Wow, 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 das ist 40%. Darf ich mal fragen, wer hat 10 Mitarbeiter oder mehr? Uff, das finde ich jetzt stark, das sind immer noch 15%. Also, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir beschäftigen uns in der Tat mit diesem Thema. Vor einigen Jahren bin ich da gesessen, über Weihnachten, Neujahr, haben mir die Frage gestellt, boah, wieso hast du früher so viele Schulden gehabt? Wieso hast du heute keine Schulden mehr? Wieso hast du damals klagende Kunden gehabt? Wieso hast du heute begeisterte Kunden und so weiter? Und dann habe ich irgendwie Gedanken verloren, vor mich hingeschrieben, how to find them, how to keep them. Wie finde ich die richtigen Mitarbeiter und wie halte ich sie? Und da wusste ich, jetzt habe ich das gefunden. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe einige Bücher geschrieben und der Erfolg blieb nicht aus. Wir sind jetzt vor wenigen Monaten hier zum besten Unternehmen auch Baden-Württembergs gekürt worden. Wir haben, also wenn Sie uns mal besuchen, die Führung durch unsere Firma dauert etwa eine Stunde. Herzlich willkommen und am Eingang ist so eine Art Heldentempel, da finden Sie jede Menge Urkunden etc. etc. So, wo wird das beste Personal in dieser Welt gemacht? Das mag Sie überraschen, es wird in den USA, die USA ist 3-4 Jahre vor uns in HR, Human Resource, und wiederum in den USA, gehen Sie in Silicon Valley und Sie werden Bauklötzchen staunen. Ich habe hier mal den Dow Jones von Amerika, da sehen Sie Apple, Google und Microsoft, die drei Firmen haben mehr Wert als der gesamte deutsche DAX. Also der gesamte deutsche DAX heißt, das geht von Bosch bis Siemens, von BASF bis BMW, VW, Mercedes und alle Firmen Deutschlands, die Rang und Namen und Gewinne scheffeln, haben weniger Wert als diese drei Firmen. So, und wenn ich Sie jetzt mal fragen würde, was macht diese Firmen so wertvoll? Ich weiß genau, was Sie sagen. Also natürlich, weil die haben Geld ohne Ende und die haben Innovation und die sind global und so. Vergessen Sie das einfach alles. Wenn Sie es wirklich auf den Kern bringen, warum sind diese Firmen so genial und deswegen auch so reich? Sie suchen nach den besten Mitarbeitern. Das ist das Thema. So, ich habe jetzt hier mal den lieben Larry Page von Google. Also das ist der CEO, Chief Executive Officer, der Chief oben. Man wirft mir vor, dass ich 70-80% meiner Zeit mit Personalthemen zubringe. Ob ich denn keine anderen Aufgaben hätte, ich möchte an dieser Stelle sagen, Personal ist die Aufgabe, für die ich bezahlt werde. Boah. So, jetzt muss man wissen, wenn Sie traditionell einstellen, dann machen Sie halt eine Anzeige, dann irgendwann bewirbt sich jemand, dann redet man, praktische Fähigkeiten, fachliche Fähigkeiten werden abgeprüft und dann irgendwann ist man sich finanziell einig und am 1. April geht's los. Bei Google wird völlig anders, oder Apple oder Microsoft oder Uber oder Airbnb oder irgendjemand völlig anders eingestellt, nämlich da werden erstmal 4 Interviews gemacht, also mieten Sie gleich ein Hotelzimmer für mehrere Tage, the rule of 4, die Regel der 4. 4 Interview ist mal der Start. Wenn es dann nicht klar ist, kommt ein 5., ein 6., ein 7., ein 8., ein 9., ein 10., das geht hoch bis Nummer 30. Wenn dann alles durch ist und noch ist der Bewerber im Rennen, dann kommt das 31. Interview. Oh, werden Sie sagen, was jetzt? Okay, da sitzen dann die zukünftigen Kollegen, Kolleginnen am Tisch und wenn nur eine Person sagt, dann zack, schon wieder weg. Nach dem 31. Interview kommt das 32. Was ist das?
Ja gut, das ist dieser Herr hier, Larry Page himself. Also die ersten 25.000 Mitarbeiter hat er nochmal unter vier Augen wollen persönlich und dann durch dieses Tor gewunken. Also das ist die Geschichte. So, und das hat dazu geführt zu einer Dramatik ohne Ende. Sie haben heute in Michigan, wo die Automobilindustrie zu Hause ist, Detroit, Flint, Kalamazoo, Ann Arbor und so weiter, dort veröden die Städte. Und wenn Sie dort in Detroit ein Haus kaufen, sagt man, komm, nimm gleich die ganze Straße, die schenke ich dir, weil was dann bläst der Wind nicht mehr durch die Scheiben und es ist Winter und boah, tu irgendwas, und wenn du nur Sperrholzplatten da davor mach's. Wenn Sie rübergehen, die 3000 Kilometer nach Westen in der Silicon Valley, dann finden Sie diesen Wohlstand. Und ich wollte Ihnen das einfach mal zeigen. Donald Trump steht vor dieser Herausforderung, dass er sieht, links diese große Scheibe, 1,26 Millionen Mitarbeiter beschäftigt die Automobilindustrie. Das waren mal viel, 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 viel mehr. Der Wert ist klitzeklein. Das ist das, die schwarze Rundung rechts unten. 36 Milliarden. Gehen Sie mal rüber zu den Apples, Googles und Microsofts. Die beschäftigen nur, das ist die rote Kugel rechts oben, 185.000. Aber der Börsenwert, der Wert der Company ist unendlich. So, also das ist die Dramatik. Und wie kriege ich diese Working Class, Blue Collar, White, also Menschen wieder an die Arbeit? Und das, darüber streiten sich die Gelehrten. So, noch ein Satz zu Silicon Valley, weil das ist die Stadt, in der alles passiert, Palo Alto. Und wir machen dieses Jahr übrigens 3 Reisen dorthin, weil wir Unternehmer zeigen wollen, wie die Zukunft aussieht. Der digitale Teil Ihre und meine Arbeit wird jedes Jahr größer. Und sich darauf einzustellen, was Disruption bedeutet, also Abbruch, komplett neu einsetzen, das ist so das Thema. Da sind Sie, die Firmen alle, die Googles, die Microsofts und so weiter. Und jetzt noch das, der Punkt. Was denken Chefs, wenn sie einen neuen Mitarbeiter einstellen? Und ich bitte Sie, denken Sie in Zukunft an Mutmacher, Windmacher und Miesmacher. So, es gibt A, B und C. Es gibt Menschen, die den Karren ziehen. Es gibt Menschen, die nebenher gehen. Und es gibt Menschen, die oben drauf sitzen und sich ziehen lassen. Und diese Spreizung, die ist genial und die ist extrem breit. Und wenn Sie sich mal fragen, wie das in Deutschland aussieht, das wird jedes Jahr erhoben durch Gallup, immer jetzt Ende März dann wieder in Berlin, ARD, ZDF, RTL, alle sind aufgebaut, um die neuen Zahlen dann in die Abendnachrichten zu bringen. Wir haben derzeit 15% A, 70% B und 15% C. So ist das. Ich lebe im Süden Deutschlands, das können Sie an meinem Akzent hören, 1,5 Stunden bis in die Schweiz. Was vermuten Sie? Gibt es einen Schweizer hier, der eine Ansicht dazu hat? Besser? Schlechter? Ja, genau, herzlichen Dank, besser, und zwar sehr viel besser. Boah. Vor kurzem noch 23% A, dann 21, jetzt 16, keine Ahnung, oh, hat das mit der Luftverschmutzung zu tun oder die Milch schmeckt nicht mehr so gut. Aber die entscheidende Frage ist hinten raus, die Cs, diese 8%, das ist eben, also jeder C weniger vorher am Stand, den wir da draußen haben. Hat jemand von Ihnen gefragt, was wäre, wenn ich 10 Cs einstellen würde und dann die versuchen würde, in Richtung B und A zu bringen? Also das können Sie schon versuchen, aber was, Sie können sich auch gleich umbringen. Also Gallup sagt, wenn du nur einen einzigen C hast, dann brauchst du, um den zu kompensieren, was? Ein A? Einen halben A? Nein. Ja, herzlichen Dank. 1, 2, 3, 4 A's, um einen C zu kompensieren. Was C's reden schlecht über ihre Vorgesetzte, C's und so weiter. Ach, das ist Tschernobyl, das ist Fukushima, das ist verseuchte Erde, das ist nie mehr wieder bewohnbares Gebiet. Das ist, also, das ist einfach nur, bringt die Firma zum Absturz. So, und Amerika, das muss man fairerweise sagen, sehr viel Licht, aber auch sehr viel Schatten. So, und das können Sie jetzt Land für Land für Land, können Sie das machen. Wie viel Prozent der deutschen Unternehmen haben eine radikale A-Fokussierung?
Wenn Sie mich gefragt hätten vor einigen Jahren, hätte ich gesagt, wahrscheinlich 80, vielleicht auch ein paar mehr. Unser letztes Buch, Das Geheimnis der Champions, hat das untersucht. Wir sind bei einer hohen einstelligen Zahl. Ob das 7, 8 oder 9 ist, können wir gerne diskutieren. Aber mehr ist es nicht. Also wenn Sie klagen und sagen, oh, der Arbeitsmarkt ist leer gefegt, niemand ist da. Hey, lassen Sie Ihren Leuchtturm strahlen. Was, polieren Sie Ihr Schmuckkästchen, dass es im Dunkeln glänzt. Das ist die Geschichte. Aber radikale A-Fokussierung heißt, und nochmal Larry Page, wir sind aktuell 54.000 Mitarbeiter. Wenn es auch nur einem B, A, B, C, B, Mitarbeiter gelingen würde, in unsere Organisation einzudringen, dann hätten wir uns einen Virus eingefangen, der nur ganz schwer wieder zu entfernen ist. Boah, was denken Sie, diesen Satz mal zu Ende. Ich habe mir so Ihren Altersdurchschnitt angeschaut und habe mir gedacht, Mensch, Menschen in dieser Altersklasse kannst du mit sowas konfrontieren. Wenn Sie mal ins Internet gehen, Sie können ja selber gucken, Ihre Firma, gehen Sie bei Kununu rein und Sie finden 160.000 Firmen mit 1,7 Millionen Kommentare zu allen deutschen Firmen, finden Sie. Stefan Friedrich, Glückwunsch, ich weiß nicht, ob er es weiß, ein Durchschnitt von 4,69, Hammer. Applaus für Stefan. Das ist deswegen der Hammer. Also 5 ist die Spitze, 1 ist das Schlechteste, der Durchschnitt ist derzeit 3,2. Also so ein Wert, der ist einfach, ja, große Klasse. Herzlichen Dank. So, und jetzt zeige ich mal, wie ein A funktioniert. Ein A setzt alles auf eine Karte, er weiß genau, was er tut und sieht aus, er riskiert was. Nein, das tut er nicht. Aber auch Frauen sind A, A, A. Und auch sie sucht die Palklüge. Bisschen anders. She's never gonna get in, eh? Also hier wird sie nie reintreffen, sein bissiger Kommentar. Freut mich, dass nicht nur Männer klatschen. Große Klasse. Also, Gallup nennt diese Menschen Mitarbeiter mit Herz, Hand und Verstand. Erreichen ihre Ziele, nicht nur sie übertreffen sie, überdurchschnittlich engagiert und ja, alles, was sie sich denken können. Sie geben dem Mitarbeiter eine Schale mit Dreck, er legt seine Hand drauf und es wird zu Gold. Und zwar immer und jedes Mal, verlässlich, machen Sie sich keine Sorgen, es gelingt. So, jetzt zeige ich Ihnen mal den B-Mitarbeiter. Der sieht schon ein bisschen anders aus. Das heißt, das ist jetzt erstmal ein Mann, der joggt im Morgengrauen, macht jetzt seine Dehnübungen. Das ist er noch nicht. Aber jetzt kommt der Hauptdarsteller. Also, ja, es ist nicht, dass der B ein schlechter Mensch wäre, das wird hier deutlich. Aber er denkt halt nicht vor, er denkt nicht zurück, er denkt überhaupt nicht. Und dass er gerade einen nagelneuen Porsche geschrottet hat, das ist ihm nicht einmal im Wegfahren klar. So einfach ist für ihn die Welt gestrickt. Also Dienst nach Vorschrift, obwohl das war jetzt ein bisschen mehr als Vorschrift. In Amerika nennt man diese Menschen 9-to-5, kommt um 9, geht um 5. Überstunden sind nicht vorgesehen, fällt weder positiv noch negativ auf. So, Sie geben ihm eine Schale mit Dreck, er legt seine Hand drauf und? Genau richtig, das haben Sie erfasst, es bleibt Dreck. So, ich zeige Ihnen jetzt noch den C. Ich habe jede Menge Filme zu C, aber was die Zeit läuft. Und, also der kam mir kürzlich in die Finger. Da kommt ein Mensch, sympathisch, nett, freundlich, in einem Rathaus, in einem Einwohnermeldeamt oder wie immer man das hier in Berlin nennt, und sagt nur den einen Satz, bitte, kann mir jemand helfen? Gucken Sie mal, was jetzt passiert.
Entschuldigung. Hören Sie, können Sie mir helfen? Danke. Sie haben es verstanden, innerlich gekündigt. Genau, Minderleister stört den Betriebsfrieden und so weiter. Und jetzt kommen meine 30 Bilder, die ich Ihnen zeige. Das erste Bild, der macht eine Straßenbegrenzung. Das zweite Bild, ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das hat Sand geladen und das muss gesichert werden. Und das hat er gemacht mit diesem Seil. So, jetzt kann ich Ihnen 30 weitere zeigen, aber also Sie haben die Botschaft verstanden. Sie geben ihm eine Schale mit Gold und er legt seine Hand drauf und genau, so Dreck. Sowas von bitter. So, liegt das am Nicht-Wollen, liegt das am Nicht-Können? Das ist ja die Frage, die Sie jetzt stellen müssen. Wenn es am Nicht-Können liegt, was dann? Genau, wir geben ihm noch ein halbes Jahr, wenn er länger da ist, auch vielleicht ein Jahr, aber jetzt müssen Sie anfangen, Meilensteine zu setzen. Weißt, was soll nach 4 Wochen sein, was 8 Wochen? Jetzt müssen wir im Gespräch sein, jetzt und so weiter und so weiter. So, liegt das am Nicht-Wollen, was dann? Wie lange geben Sie ihm noch? Eine Woche, einen Monat? Also, wenn Sie nicht wollen, liegt, es ist Samstagabend, aber das müssen Sie jetzt aufstehen. Sie müssen jetzt nach Hause gehen. Sie müssen das jetzt lösen. Also das Ding ist der Virus, der das alles zerfrisst. Also das ist die Botschaft. So, ich sage Ihnen, wie wir es machen, wie die Lösung aussieht. Es gibt einen sogenannten Mitarbeiterbeurteilungsbogen. Den müssen Sie jedes Jahr einmal einsetzen. Können Sie von mir gratis haben. Aber ich sehe viele Menschen, die von euch, die Bilder machen. Sie können die PowerPoint-Präsentation gratis umsonst runterladen bei uns. Das ist alles kein Thema. Dieser Mitarbeiterbeurteilungsbogen hat 3 Stufen. Erste Stufe, der Mitarbeiter füllt das aus. So. Und bei der Gelegenheit sieht er schon auch gleich, was hier, Entschuldigung, in Richtung A, B, C passiert. 1 vom Komma A, 2 vom Komma B, 3 vom Komma C. Der hat eine Rückseite, auch der Bogen, da füllt er auch aus, gehört immer noch zur Stufe 1. Wie lange möchten Sie noch im Unternehmen bleiben? Also lachen Sie nicht, wir fragen das jedes Jahr. Was müsste an Schrecklichem passieren, dass Sie dieses Unternehmen verlassen? Weißt, und so weiter und so weiter. So, Stufe 2 ist was? Also das ist eine Selbstbewertung. Stufe 2 ist eine Fremdbewertung. Der Vorgesetzte muss den gleichen Bogen ausfüllen mit Blick auf den Mitarbeitern. Und Stufe 3, jetzt müssen die miteinander reden. Und wenn sie das tun, ich verspreche Ihnen, dann passiert das, was auch mit unserer Company passiert ist. Wir waren damals 98, als wir das angefangen haben, waren wir aufgestellt wie die Schweiz etwa, was A, B, C Verteilung anbetrifft. Die Cs wurden dann immer weniger, das ist die Spalte ganz hinten. Die Bs wurden immer weniger, das ist die vorletzte Spalte. Die As wurden immer mehr. Und jetzt sind wir eine, ich nenne es mal eine 100-0-0 Company. 100% A, 0% B, 0% C. Und wie lange dauert sowas? Na gut, Sie sind schlauer wie wir, aber wenn Sie zu einer 80-20-0 Company kommen, dann haben Sie es im Kern geschafft, dann, ich kann nur sagen, bei 100 Mitarbeitern macht das in etwa, und wir haben das zigfach, hundertfach, wir haben auch einige tausend Firmen, die mit diesen Methoden arbeiten, da liegen allein schon 1,5 Millionen drin. Also finanziell ist das eine höchst ertragreiche Sache. So, ich wünsche Ihnen eine neue geistgeprägte Unternehmenskultur, weil A-Mitarbeiter bringen Begeisterung und Engagement und segeln Sie kräftig und voran. Meine Daten, die finden Sie hier, die finden Sie auch draußen auf dem Tischchen. Und ich mache Ihnen zum Abschluss noch ein Geschenk, nämlich so Sie mir eine SMS schreiben,
Sie kriegen also einmal dieses Hörbuch, das sind 10 Stunden, das können Sie von Berlin nach München und zurückfahren und können hören, die besten Mitarbeiter finden, halten und so weiter. Das zweite ist ein Exzerpt, eine Zusammenfassung eines Buches, die Personalfalle, das wir geschrieben haben. Und das dritte ist dieser Mitarbeiterbeurteilungsbogen, den ich Ihnen gerade gegeben habe. Und ich wünsche Ihnen einfach von Herzen einen richtig guten Abend. Jetzt wissen Sie, wen müssen Sie befördern, wen müssen Sie feuern, wen müssen Sie fettern und so weiter. Also, mutig voran. Danke Ihnen. Bist du Chef, bist du Führungskraft? Dann schau dir doch hier mal die Gedankentanken-Führungskräfte-Seminare an und vereinbare ein kostenfreies Probetraining. Hier findest du die aktuellste Videoplaylist, hier ein Video, was besonders gut zu dir passt und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren.